Die Rote Armee hat sich bis auf 90 Meter an die Reichskanzlei herangekämpft. In dieser Nacht wagen 4 Männer den Ausbruch. Unter ihnen der geheimnisvollste Mann des Dritten Reichs, Martin Bormann. Wenig später wird er beim Lehrter Bahnhof gesehen. Zum letzten Mal. Dann verschwindet seine Spur im Nichts. Nürnberg im November 45. In the respect hereinafter set forth. Hitlers Helfer auf der Anklagebank. Kriegsverbrechen, Massenmord, Unmenschlichkeit. Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Karl Dönitz, Baldur von Schirach. Einer fehlt. Martin Bormann. Nationalsozialismus ohne Bormann, nach all dem, was wir wissen, ist schwer denkbar. Er war eine gute Ergänzung zu Hitler. Hitlers Schattenmann sei tot, sagt die Verteidigung. Doch Zeugen widersprechen sich. Das Urteil wird in Abwesenheit verkündet. Martin Bormann wird im Sinne der Anklage zum Tode durch den Strang verurteilt. Todesurteil für einen Toten? Da war ja der Nürnberger Prozess abgeschlossen und er war in Absentia zum Tode verurteilt und sie hatten ihn nicht erwischt. Da war für mich nur die Frage, ja, wo steckt er denn? Wo kann er abgeblieben sein? 1972 stoßen Bauarbeiter bei Grabungen am Lehrter Bahnhof auf 2 Skelette. Sie werden untersucht. Der Gutachter lässt heute keinen Zweifel. Mich macht sehr sicher, dass Martin Bormann 1945 umgekommen ist, die Übereinstimmung aller vergleichenden Untersuchungen und Parameter, die 100% bestätigt haben, dass Martin Bormann gestorben ist, 1945 in Berlin. Geboren wird er 1900 in Halberstadt, ein Kind der Kaiserzeit. Der Vater, erst Trompeter bei den Halberstädter Kürassieren, dann Postbeamter. Bormann ist 3, als er stirbt. Umzug nach Weimar. Jugend unter dem Diktat eines ungeliebten Stiefvaters. 1914 endlich Abwechslung. Im Frieden über Feld und der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterlande. Bormann ist nicht mehr zu halten. Er reist von zu Hause aus. Er wollte eigentlich Soldat werden, aber da haben sie ihn nicht genommen. Da war er wohl zu klein und zu mickerig noch mit seinen 15 Jahren. Dann ging er in eine Ölmühle. Nicht? Kriegswichtiger Betrieb, aber er ging nicht mehr nach Hause. Zu diesem Stiefvater wollte er auf keinen Fall mehr. Am Ende nehmen sie ihn doch. Zu spät. Der Krieg ist verloren. Chaos auf den Straßen. Rote Revolution.
Rechte Freikorps marschieren auf. Gleichschritt und Gewalt beruhigen jene Bürgerseelen, die sich einig sind, der Feind steht links. Auch für Bormann. Er findet Arbeit auf einem Gut in Mecklenburg. Aufseher. Ein Erntehelfer wird als Kommunist verdächtigt. Sie nennen es Feme. Bormann lässt schlagen. Er selbst ist zu Hause geblieben. Einer von den Männern greift sich einen Knüppel. Der Schlag ist tödlich. Der Täter heißt Rudolf Höss. Später ist er Kommandant von Auschwitz. Das ist insofern interessant, als Rudolf Höss eine ganz ähnliche Vaterproblematik hatte, offenbar wie mein Vater. Der Rudolf Höss war der Vater eines strenggläubigen Katholiken, der seinen Sohn unbedingt zum Priestertum führen wollte, erziehen wollte. Und auch dieser Rudolf Höss ist von zu Hause ausgerissen. Allerdings erst nachdem der Vater gestorben war. Aber er war auch 15. Mein Vater und der Rudolf Höss sind ein Jahrgang. Im selben Jahr auch in München. Rechtsradikaler Terror. 20 Tote. Die Gerichte urteilen milde. Auf dem rechten Auge ist man blind. In Leipzig Höss 10 Jahre, Drahtzieher Bormann 11 Monate. In München 5 Jahre für den Putschisten. Nach einem wird er entlassen. Wenig später kommt auch Bormann frei. Rückkehr nach Weimar. Im Jahr darauf ist Hitler in der Stadt. Bormann sympathisiert mit den Rechtsradikalen. Noch kennt Hitler ihn nicht. In München brauchen sie einen für die Hilfskasse der SA, weil die Versicherung nicht zahlt, wenn braune Schläger blaue Augen kriegen. Bedingung, er muss Parteimitglied sein. Der Karrierist tritt ein und geht nach München. Die erste Filmaufnahme. Nächster Schritt auf der Karriereleiter. Hochzeit mit der Tochter des Parteirichters. Trauzeugen Hess und Hitler. 30. Januar 1933. Machterschleichung. Den Fenstern herauf. Im Leben immer weiter die Fackeln, der ganze Platz, der ganze Kaiserplatz ist in eine Tageshelle getaucht. Ein wunderbares Bild. Diese gereckten Arme, das Heil rufen. Bormann jubelt nicht. Er fürchtet den Karriereknick. Dann hat der Vater, der arbeitslos geworden war, ähnlich wie Hess, Hess war bis dahin Privatsekretär von Hitler gewesen, und unser Vater war Leiter der Hilfskasse der NSDAP gewesen. Die wurde in staatliche Institutionen überführt. Und damit war der Vater arbeitslos und hat Hess gefragt, ob er für ihn einen Job hätte. Und dann wurde er Stabsleiter beim Stellvertreter des Führers, Bürochef. Zum ersten Mal im Schatten Hitlers, Bormann. Noch hinter Hess. Reden halten, das kann der Bürochef nicht. Das besorgen andere. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Bormanns Zukunft. Ihm muss er gefallen. Ja, Bormann, der galt nicht als Prominenz, der war im Braunen Haus. Und der war, ich habe ihn damals, den Bormann habe ich eigentlich so empfunden, gewissermaßen wie den Schäferhund des Schäfers, der das Grobere macht, der oben am Treppengeländer steht und guckt, wer zu spät kommt oder so Sachen, die unter der Würde Herrn Hess zu tun waren. Er spielt lieber Hitlers hohen Priester. Götzendienst. Die Partei ist
Hitler ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist. Schnell wird der Stabsleiter dem Stellvertreter unentbehrlich. Hält Hess den Rücken frei von lästigem Parteigezänk und lähmender Routine. So kann der eine träumen, wenn der andere wachsam ist. Herr Bormann war ein typischer Stier mit ungeheuren Arbeitsenergie. Mein Vater ist lieber Ski gefahren und hat solche Dinge gemacht. Bormanns Chance kommt im Sommer 35. Hitler wünscht Veränderung. Das Ferienhaus in Berchtesgaden ist dem Führer zu klein. Mit eigener Hand entwirft der verhinderte Architekt sein Traumhaus. Bormann soll die Bauarbeiten überwachen. Da steht so ein komischer Mann da auf der Terrasse und mustert das ganze Gelände. Er war immer in Zivil, schwarze Stiefel, grauen Anzug und Schlapphut. Und ich sehe ihn, da ich denke, was ist denn das für einer? Einer, der nach oben will. Rücksichtslos treibt er die Bauarbeiter an und ist schon bald der meistgehasste Mann am Berg. Für Bormann geht es jetzt um mehr. Sein Weg zur Macht führt über Hitlers Ferienhaus. Der war Tag und Nacht im Dienst. Da war keiner sicher, keine Baufirma. Tag und Nacht war der im Dienst. Und wenn plötzlich der Lärm irgendwie aus irgendeinem Grund etwas nachließ, der Bau, gleich ist er hin, die Ursachen festzustellen. Das muss doch wieder gehen. Warum geht denn das nicht? Warum ist er unterbrochen? Sommer 36. Der Berghof steht. Rekordzeit. Hitler ist zufrieden. Heute ist der Berghof Trümmergrundstück. Hier hat Martin Bormann seinem Meister das Gesellenstück geliefert. Die ersten Jahre, also wie ich noch drinnen im Braunen Haus gearbeitet habe, wo Bormann wirklich nur der Stabsleiter war, da war das eigentlich recht nett. Als Bormann dann der Reichsleiter vom Berg wurde, wie er damals geheißen hat, der musste ja dann das Ganze mit dem Obersalzberg machen, die enteignen und das ganze Zeug. Da wurde Bormann, wir haben immer gesagt, er ist ein Satan. Hitler will jetzt keine Nachbarn mehr. Bormann muss sie vertreiben. Die meisten verkaufen. Wer sich weigert, der riskiert sein Leben. Sag ich zum Vater, jetzt kommt der Bormann, ich hab mir schon hergehen sehen. Sag ich, das ist bestimmt nichts Gutes. Dann sagt er, lass ihn da reinkommen. Mein Vater, der war ein gutmütiger Mensch. Und er hat gesagt, lass ihn da reinkommen. Ich hab keine Angst vor dem Bormann. Sag ich, aber ich hab Angst vor dem Bormann. Ich hab richtig Angst gehabt. So, und dann hat er da das Ding, also ein Buch, also ein Heft hingeschmissen am Tisch. Jetzt können Sie sich überlegen, Herr Hölzel, wenn Sie nicht verkaufen wollen, kommen Sie morgen ins KZ. Aber Ihre ganze Familie. Bormann weiß, womit er Angst einjagen kann. Das KZ gehört zum Dritten Reich wie Bormann zu Hitler. Wenn natürlich, wie sich Bormann ausgedrückt hat, gegen den Stachel löckte, da bekam die ganze Härte des Regimes zu spüren. Ein Bauernhof stört noch den Blick des Führers in sein Tal. Bormann soll das regeln. Möglichst schnell. Staatsbesuch steht an. Nur eine Fingerübung für Hitlers Helfer. Und der Hitler ist, glaube ich, nach München gefahren, auf ein oder zwei Tage bloß. Und wie er gekommen ist, war da drunten grüne Wiesen. Das war Bormann. Der ist da angerückt mit den Ameisen, so haben sie gewollt.
Und so haben die da gearbeitet, abgerissen, weggeschafft und frisch planiert. Und dann war es ein grüner Rasen. Das kommt an. Hitler mag Männer wie Bormann. Bedingungslos bereit, den Willen seines Meisters auszuführen. Immer öfter sieht man jetzt den Aufsteiger in Hitlers Schatten. Bormann hat sich absolut unentbehrlich gemacht. Und bei ihm funktionierte alles bestens. Aber war der böse Geist da oben. Ich persönlich hasste Bormann. Ich konnte ihn nicht ausstehen, weil ich hatte das Gefühl, das ist ein absolut böser, grundsätzlich böser Mann. Spaziergang zum Mooslander Kopf. Hitlers Ritual. Immer dasselbe. Der Führer vorne mit Gast, Bormann in Rufweite, allzeit bereit. Er hatte immer eine Jackentasche voll leere Kärtchen oder Blätterkärtchen, etwas steiferes Papier. Und außerdem hat er immer Bleistift, kurze Bleistiftstummel sozusagen, die leicht in der Tasche zu transportieren waren, ohne dass sie was kaputt machten, dabei. Und hat die Gedanken oder diese Gesprächsfetzen oder was immer sofort notiert. So kann sich Bormann immer auf den Willen seines Herrn berufen, wird ein Teil von dessen Macht. Im Gegenzug braucht Hitler einen Mann fürs Grobe. Ja, Bormann ist ein Schlawiner und ein Banause, hörte Hitler wörtlich sagen. Aber ich habe keinen so ein tüchtigen Mann wie den Bormann. Ich weiß genau, dass er jede Anordnung, jeden Befehl bis zum letzten I-Punkt durchführt und ausführt und erledigt. Bormanns Rechnung geht auf. München. Im Stab des Hitler-Stellvertreters wird er braune Eminenz und zieht die Fäden. Sein Ziel, die absolute Herrschaft der Partei über den Staat. Hess, sein Chef, kommt jetzt nicht mehr an ihm vorbei. Bormann hatte zum Beispiel befohlen, dass Herr Hess niemanden mehr empfangen durfte. Also, dass niemand zu Herrn Hess kommen durfte, wenn nicht von ihm ein Referent dabei war. Ja, das hat Herr Hess dann schon umgangen. Also, der hat die schon zu sich geholt, ohne dass da jemand dabei war. Der Diktator will gar keinen Stellvertreter. Was er braucht, sind Männer wie Bormann. Bedingungslos auf ihn fixiert. Was ist eigentlich Nationalsozialismus? Die Antwort des Vaters war, Nationalsozialismus ist der Wille des Führers. 20. April 38. Führergeburtstag. Bormann hat für ein Geschenk gesorgt. 1834 Meter über dem Meeresspiegel baut er seinem Herrn ein Teehaus. Es kostet 30 Millionen Mark. Geld hat bei Bormann keine Rolle gespielt. Weiß nicht, woher das Geld gekommen ist. Weiß ich nicht. Es war jedenfalls da. Aus dem Topf des Multimillionärs Hitler. Die deutsche Wirtschaft spendet fleißig. Bormann ist Kassenwart. Im Auftrag seines Herrn verteilt er Liebesgaben. 50.000 Mark monatlich an die SS für Repräsentationszwecke. Und für SS-Chef Himmler, den Bormann Onkel Heinrich nennt, ein Ferienhaus am Tegernsee. Kaufpreis 255.000 Mark. Für die Mätresse des Führers Seidenunterwäsche aus Paris, Parfüm und Schmuck. Eva Braun dankt's Bormann nicht. Der Mann, der alles aus dem Hut zu zaubern hat, ist nicht beliebt. So was wir mitgekriegt haben, waren, sagen wir mal, bis auf Himmler, alle gegen ihn. Es hat ihn keiner mögen. Die Gauleiter, nichts mit Bormann, und die Reichsleiter, ne, weg. Er hatte praktisch
keine Freunde. Nach unten brutal, nach oben servil. So wird man verhasst. Nur seine Frau ist ihm bedingungslos ergeben, so wie er es wünscht. Sie war eine glückliche Frau und hat das auch zum Ausdruck gebracht. Insbesondere natürlich war sie glückliche Mutter von 8 Kindern. Und das war ihr Stolz auch. Ganz im Sinne seines Herrn zeugt der Satrap dem Führer Menschenmaterial. Kinderreichtum, er gehört zum guten Ton im Dritten Reich. Ja, es war ein herzliches und gutes Verhältnis. Nicht? Die Mutter war ein fröhlicher Mensch, aber die Mutter war meistens natürlich befasst mit dem jeweils Jüngsten. Und der Vater mit dem Führer. Flottenparade in Wilhelmshaven für den ungarischen Reichsverweser Horthy. Bormann fehlt. Himmler lässt ihn suchen, schickt den Adjutanten Reinhard Spitzi in den Bauch des Schiffs. Da lag Bormann mit einer Dame, die ich nicht erwähnen werde, in einer einwandfreien Situation mit angezogenen Stiefeln im Bett. Und ich bekam einen ungeheuren Schrecken und machte ganz leise die Tür wieder zu und verschwand. Denn wenn Bormann gemerkt hätte, dass ich ihn mit dieser Dame, die nicht ganz unwichtig war, überrascht hatte, dann hätte er wohl alles getan, um mich zu erledigen. 1. September 1939. Polen wird erledigt. Bormann muss mit. Hitler will ihn um sich haben. Auch in Frankreich. In der Heimat wartet eine neue. Aus Paris das Credo eines Schürzenjägers. Mein liebes Kind, ein Mann kann mehrere Frauen haben. Eine Frau kann aber nur einem Mann gehören. Erwische ich dich dabei, dass du hinter meinem Rücken dich mit einem anderen amüsierst, könnte es dann sehr leicht sein, dass ich mich vergesse und dich sehr unsanft traktiere. Dein Martin. Dann hat er eben auch nachher zum Ausdruck gebracht, dass er nicht nur Kinder von seiner Frau hätte, denn sein Erbteil wäre so gut, das hätte man noch vervielfachen müssen. Mai 41. Hess auf dem Weg nach England. Der Stellvertreter will das Dritte Reich retten. Ohne Erfolg. Hitler tobt. Hess-Mitarbeiter werden verhaftet. Bormann hat Angst und attackiert die Frau des Stellvertreters, um seinen Kopf zu retten. Ja, Bormann hat versucht, sie zu drangsalieren. Er wollte sie aus dem Haus rausschmeißen in Harlaching und hat also verschiedene Dinge unternommen, um meiner Mutter eben das Leben schwer zu machen. Und meine Mutter hat dann die Möglichkeit gehabt, über Eva Braun direkt an Hitler heranzugehen und ihm das mitzuteilen. Und Hitler hat sofort entschieden, dass das aufhört. Der Flug des Stellvertreters, kein Karriereknick. Der Bürochef wird befördert, Leiter der Parteikanzlei. Von nun an wird er seinem Führer nicht mehr von der Seite weichen. Bormann wird der Schatten seines Herrn. Total ergeben, auch für Hitlers Lebensziel, Vernichtungskrieg im Osten. Hingabe und Zielstrebigkeit. Zielstrebigkeit im Sinne seines Vorgesetzten, seines Führers, an den er diese Hingabe geleistet hat. Also nicht Zielstrebigkeit im Sinn von selbstsüchtiger Zielstrebigkeit, sondern tatsächlich für diesen anderen, für diesen Mann und seine Idee, weil er geglaubt hat, das sei das Heil für Deutschland. Der Diktator will jetzt Feldherr sein. Die Generäle sind nun wichtiger als alte Kämpfer. Alle führen Krieg, nur Bormann nicht. Im Schatten Hitlers dirigiert er die Partei.
Nichts geht mehr gegen ihn im Dritten Reich. Bormann war machtbesessen und versuchte sozusagen auch im Krieg gegen die Wehrmacht ein Machtfaktor zu bleiben, indem er das politische Leben in den Mittelpunkt stellte. Und er hat sicher auch Hitler in vielen Entschlüssen beeinflusst. In Hitlers Hauptquartier hält Bormann Hof, das einzig erhaltene Tondokument. Die Drähte laufen heiß, wenn Bormann Instruktionen gibt ins Reich. Was keiner weiß, im Führerhauptquartier, ein Telefonist hört heimlich mit, nicht nur Dienstliches. Bormann hat eine neue Geliebte. Von beiden Seiten wurden also Schmeicheleien ausgetauscht, nicht? Und man unterhielt sich so über nette Nichtigkeiten, die Damen gerne hören, und Komplimente. Er machte Komplimente und sie erwiderte diese Komplimente auch. So nett, wie wirkte so ein unbeschwertes Liebespaar eigentlich miteinander spricht, nicht? Die Neue ist Filmschauspielerin. Rein! Diesmal ist es Bormann ernst. Sie kommen wohl wegen des Kitzel. Haben Sie nicht einmal gesagt, dass Ihnen die Frau, die Sie gemalt haben, sehr viel bedeutet? Lucy. Er schickte mir manchmal Gedichtbücher, weil er wusste, dass ich sehr gern rezitiere. Und da merkte ich, dass er auch interessiert war für Lyrik. Zum Beispiel. Der Lyrikfreund will sie als Zweitfrau, offiziell. Die erste hält er auf dem Laufenden. Mein liebes Mütti-Mädchen, ich habe mich unglaublich in sie verliebt und habe sie mir dann trotz allen Sträubens genommen. Du kennst ja meinen Willen. Nun ist sie mein und ich, Glückspilz, fühle mich zweimal unglaublich glücklich verheiratet. Was sagst du, Geliebte, zu deinem tollen Ritter? Jetzt muss ich doppelt und dreifach aufpassen, dass ich gesund bleibe. Dein Martin. Dieses Tendieren zu einer Polygamie, das wäre sicher ideologisch unterbaut worden dann, mit der Begründung, nicht wahr, die erbgesunden Menschen des deutschen Volkes müssen möglichst viele Kinder haben, damit der Blutzoll durch den Krieg wieder ausgeglichen wird, möglichst schnell. Mit dem gleichen Argument erklärt der kinderlose Hitler im kleinen Kreis sein schrecklichstes Verbrechen. Solange tagt, das ist wortwörtlich, solange tagtäglich Zehntausende deutscher Männer ihr Blut einsetzen und ihr Leben hingeben, damit diese bolschewistische Pest nicht über unsere europäische Kultur herfällt, unser schönes Europa, solange wird dieses Jüdending auch, das hat er noch einen Ausdruck gebraucht, den möchte ich gar nicht nennen, auch nicht das schönste Leben haben. Bormann weiß, was das bedeutet. Ein Parteigenosse fragt schriftlich an, wie wird die Judenfrage gelöst werden? Bormanns Antwort: sehr einfach. Auschwitz. Ein alter Freund sorgt hier für reibungslosen Ablauf. Rudolf Höss. Nur sprechen darf darüber keiner. Bormann sorgt dafür. Der Telefonist hört trotzdem mit. Himmler hatte in diesem Gespräch zu Bormann gesagt, er hätte eine für den Führer sehr erfreuliche Mitteilung. Es wären in Auschwitz plangemäß in dieser Woche wieder 20.000 Juden evakuiert, liquidiert, sagt er zuerst, und dann verbesserte er sich.
evakuiert worden. Und daraufhin ist Bormann außer Fassung geraten. Er hat den Himmler angebrüllt, hat gesagt, wie können Sie es wagen, solche Meldungen telefonisch durchzugeben. Der Komplize wird belohnt. 1943 ernennt Hitler ihn zu seinem Sekretär. Der Diktator braucht den skrupellosen Diener mehr denn je. Die Zeichen stehen auf Sturm. Das Deutschland von einst hat um 23:45 die Waffen niedergelegt. Ich habe grundsätzlich immer erst 5 Minuten nach 12 aufgehört. Um den Preis der Macht. Gefolgschaftstreue blind bis in den Abgrund. Ich glaube, dass Hitler für meinen Vater die Person war, der er wirklich sein Leben und seine ganze Schaffenskraft in einem Akt persönlicher Hingabe sozusagen geweiht hat oder ja, geschenkt hat. Das war vielleicht noch mehr als die Verbindung zu seiner Familie. 20. Juli 1944. Attentat auf den Abgott. Bormann bringt den Apparat auf Touren. Rundschreiben jagt Rundschreiben. Machterhalt und Zugewinn. Jetzt steht ihm die Wehrmacht nicht mehr im Wege. Und in diese Lücke ist eigentlich Bormann hineingestoßen und deswegen auch sein verstärktes Interesse an allen militärischen Ereignissen, deshalb die Teilnahme, eben die zunehmende Teilnahme an den Lagebesprechungen etwa von der Jahreswende 44-45 an. Bormann im Zenit der Macht. Jetzt ist er der zweitmächtigste Mann im Reich. Zu spät. Was bleibt, ist der Weg an Hitlers Seite. In den Untergang. Essentially, his power was based so completely on that of Hitler. Seine Macht hing völlig ab von Hitler. Er war so absolut abhängig, dass er aus eigenem Antrieb und sicher auch aus echter Ergebenheit Hitlers Sklave war. Eigene Ambitionen hatte er nicht. Die Sowjetarmee steht vor der Reichshauptstadt. Hitlers Sekretär mobilisiert die Partei. Beschwörend fordert er äußerste Kampfbereitschaft für den Führer. Möglichst viele sollen mit dran glauben. Verbrannte Erde im eigenen Land, Verrat am eigenen Volk. An Hitlers Endsieg glaubt der Helfer Bormann längst nicht mehr. Ich habe ihm noch einmal einen Brief geschrieben an die Berliner Adresse und habe gefragt, ob er denn noch glaube, dass der Krieg gewonnen werden könne. Und ich bekam dann einen Brief, der im Grunde genommen nur in wenig, also einen sehr kurzen Brief, und der hat gesagt, auch ein sterbender Löwe kann noch furchtbare Tatzenschläge austeilen. 20. April 1945, Führergeburtstag. Bormann setzt alles auf eine Flucht nach Berchtesgaden. Zwei Tage später beschließt Hitler, in Berlin zu bleiben und Selbstmord zu begehen. Endzeitstimmung. Was mir aufgefallen ist, dass Bormann schon Tage vorher ein recht, ne, wie soll ich das sagen, ziemlich mieses Gesicht gemacht hat. Also er hat das Ende gesehen. Hitlers Bunker. Aufnahmen kurz vor dem Abriss. Im Betonsarg warten auf das Ende.
In Berchtesgaden will Hermann Göring an die Macht. Bormann intrigiert, bis Hitler den Rivalen inhaftieren lässt. Der Sekretär befiehlt: Nach unserem Tod ist der Verräter zu erschießen. Je länger es dauerte und je düsterer die Aussichten waren, desto mehr drehte sich jedes Gespräch eigentlich um den Tod. Und man überlegte sich, also wie bringt man sich um? Schießt man sich also eine Kugel in den Kopf oder nimmt man eben die Pille, die Ziankali-Kapsel, die meisten von denen also schon bei sich trugen? Bormann hat mit seinem Leben abgeschlossen. Und die Kinder? Seinem Sekretär von Hummel auf dem Obersalzberg gibt er letzte Weisungen per Funk. Befehl zum Selbstmord? Ich weiß nur, dass der Helmut von Hummel das letzte Telegramm oder den letzten Funkspruch, besser, unseres Vaters an die Mutter nicht durchgegeben hat, sondern dass der Helmut von Hummel es sozusagen auf seine Kappe genommen hat, die Mutter mit den Kindern, nicht nur den Bormann-Kindern außer mir, sondern auch den Ferienkindern, die da oben waren, und was noch an Hausangestellten da war und die Kinderschwester, in einem Bus nach Südtirol zu bringen. Und vielleicht ist der Helmut von Hummel der, dem meine Mutter und meine Geschwister und die anderen da zunächst einmal das Leben zu verdanken hatten. Berlin ist eingeschlossen. Um jeden Zollbreit Boden wird gekämpft. Ein Feindsender meldet, Himmler verhandelt mit den Alliierten. Bormann schreibt: Andere glauben, aus höherer Einsicht heraus handeln zu müssen. Ihre Untreue, pfui Teufel, gleicht ihrem Ehrgefühl. Er lebte nur für Hitler, bis zum bitteren Ende. Wenn Hitler nicht mehr da sein würde, für wen sollte er dann da sein? Er war ja nicht der Typ Mensch, der in eigener Verantwortung handeln konnte, für sich selbst. Es ist soweit. Der Multimillionär diktiert sein privates Testament. Was ich besitze, gehört der Partei. Sollte diese nicht mehr existieren, dem Staat. Sollte auch der Staat vernichtet werden, ist eine weitere Entscheidung von mir nicht mehr notwendig. Zum Testamentsvollstrecker ernenne ich meinen treuesten Parteigenossen Martin Bormann. Nachfolger wird Dönitz. Bormann soll Parteiminister werden. Der Schattenmann taugt nicht zum Führer. Ohne Hitler ist er nichts. Im Bunker warten auf den Selbstmord. Als dieser Mann, der den Glauben verkündete, durch seinen Selbstmord endgültig besiegelte, dass er nicht mehr an einen Sieg glaubte und sich der Verantwortung feige entzog, da merkte er plötzlich, dass alles zu Ende war, dass er einem Lebensirrtum zum Opfer gefallen war. Bormann, eine Karriere. Er war ängstlich, man hat sie gesehen. Der war so still, stumm. Der hat kein Wort riskiert, den Generalen gegenüber, beziehungsweise Goebbels gegenüber. Also zuweilen, weil ich es gemerkt habe, nicht ein Wort hat er riskiert. Das große Wort riskieren andere. Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. In tiefster Trauer und Ehrfurcht verneigt sich das deutsche Volk. Das Volk hat andere Sorgen. Es geht ums nackte Überleben. Auch für Bormann. Ich habe den Eindruck gehabt, dass der Mann feige war und leben wollte. Nicht, da irgendwie rauskommen wollte. Also auf der einen Seite die Führerbefehle und alles, was uns anbetraf, mutig sein und bis zum Ende kämpfen und so weiter, was ja für viele dazu geführt hat, dass sie noch gefallen
sind, während er immer darüber nachgedacht haben wird, wie komme ich hier am besten raus. 1. Mai 1945. Die Rote Armee steht vor der Reichskanzlei. Der letzte Eintrag. Ausbruchsversuch. In der Nacht zum 2. Mai brechen 4 Männer aus. Unter ihnen Bormann. Er schlägt sich bis zum Lehrter Bahnhof durch. Im Gebiss seines Schädels werden die Gerichtsmediziner später Splitter einer Cyankali-Kapsel finden. Bormann hat sich umgebracht.